Ja, hallo meine lieben Tomatenfreunde. Ich hatte euch ja irgendwann Anfang des Sommers versprochen gehabt, ich werde ein kleines Tomaten-Update machen, indem ich euch sage, wo ihr eventuell diese alten oder auch spanischen Sorten herbekommen könnt. Wir haben jetzt den 8. Oktober. Ja, leider sind die Nächte schon sehr kalt bei uns. Wir haben jetzt letzte Nacht nur 1 Grad gehabt. Das heißt, diese Tomaten können ja eigentlich draußen gar nicht mehr rot werden. Deshalb habe ich mich jetzt entschlossen, so einige heute abzumachen, auch von den großen, die ihr jetzt hier sehen könnt, damit sie mit drin schön nachreifen. Ja, von den kleinen, das werden natürlich nicht alle schaffen, aber so ist das halt. In Deutschland haben wir halt nicht ganz die Bedingungen wie in Spanien. Also hole ich mir ganz einfach einige meiner schönsten Tomaten noch rein und lasse sie nachreifen. Die, die es dann eventuell nicht mehr schaffen, da habe ich dann Pech gehabt. Aber ihr seht, diese Sorten tragen und tragen und tragen. Ich habe so viel Nachbarn abgeben müssen dieses Jahr. Immer wieder eimerweise. Denn so viel produzieren die wirklich. Aber nun möchte ich natürlich auf euren Wunsch zurückkommen, indem ihr gefragt habt, wo kann ich solche Samen kaufen? Hier nochmal zur Erinnerung die Sorten, die ich hatte. Das ist einmal Red and Black Boa, Black Seaman, die kleine Thai, Black Cherry und die Chianti Rose. Ich hatte mir diese original in Spanien auf einem Bauernmarkt gekauft gehabt und ich blende euch auch hier kurz die Adresse ein, die auf den Unterlagen drauf ist, wie ich sie gekauft habe. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, wenn ihr sie da wirklich bestellen möchtet, man muss ziemlich lange in Google suchen, bis man diese Adresse wirklich dann da auch findet. Aber alternativ habe ich was ganz anderes für euch gefunden. Und zwar hier in Deutschland, die Seite heißt irinastomaten.de und ich weiß schon jetzt, ich werde mir irgendwann in den nächsten Wochen für das nächste Jahr dort einige neue Sorten dazu bestellen, denn die Auswahl, die da auf der Seite drauf sind, mit alten Sorten, auch mit denen, die ich hier zum Teil jetzt schon hatte, ist riesig groß und es ist halt wesentlich einfacher, so etwas hier in Deutschland zu bestellen, als jetzt da lange in Spanien rumzusuchen. Deshalb empfehle ich euch diese Seite, denn die gefällt mir unwahrscheinlich gut. Einen Link gebe ich euch nicht dazu, das habe ich ja auch schon mehrmals erwähnt, denn dann heißt es gleich, ich mache Reklame für die, aber ich möchte ja nur mit euch mein bisschen Wissen über Tomaten oder meine Empfehlung auch dazu weitergeben, was ich denke, was vielleicht sehr gut ist. Denn eines ist klar bei mir, seitdem ich diese alten Sorten habe, habe ich keine Krankheiten an Tomaten und habe absolut null Probleme, die wirklich ranzuziehen und auch dann immer große Ernten damit zu haben. Und darum geht es ja. Und nicht zu vergessen, das Allerwichtigste, der Geschmack dieser Tomaten ist einfach nicht zu überbieten. Und ehrlich, Hand aufs Herz, ich habe noch nie solch gute Tomaten irgendwo in irgendeinem Markt hier in Deutschland gekauft, die mir so gut geschmeckt haben und die wirklich so vollmundig sind wie diese alten Tomatensorten. Und was ganz lieb war, ein Tomatenfan hier in YouTube hat mir auch noch einen Link geschickt vor einiger Zeit, nämlich zu dieser Seite in der Schweiz. Mit anderen Worten, für alle die von euch, die in der Schweiz wohnen, denen empfehle ich natürlich dann mal auf dieser Homepage nachzusehen. Wichtig ist, dass ihr, wenn ihr die Seite sucht, Sämereien mit AE schreibt und nicht mit einem Ä. Sonst sagt sofort Google oder wer auch immer, dass es das nicht gibt. Und ich habe auf der Schweizer Seite mal nachgestöbert und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht auch ganz toll aus. Die haben eine so große Auswahl auch an diesen alten Sorten. Also egal, wo ihr wohnt, schaut ein bisschen um. Ich glaube, auch in anderen Ländern, egal ob ihr jetzt in Österreich seid oder wo ihr gerade jetzt dieses Video her seht, ich bin mir sicher, ihr werdet auch in eurem Land eine gute Adresse finden, die genau diese ganzen alten Sorten auch mit anbietet.
Und hier jetzt noch einen kleinen Tipp von mir, den ihr wahrscheinlich sowieso alle kennt. Aber gehen wir davon aus, ihr habt eine Tomate, die super in eurem Garten gewachsen ist, die fantastisch schmeckt, die einfach gut ausreift. Dann vergesst nicht, euch ein paar Samen daraus zu entnehmen, sobald die reif sind, also wenn ihr sie aufschneidet zum Essen. Und trocknet diese auf einem Küchenpapier und hebt sie gut auf für das nächste Jahr, um eben genau diese Tomate dann wieder für euch zu züchten. Denn genau so mache ich das mit ganz besonderen, die ich besonders liebe und die mir einfach oder uns beiden unwahrscheinlich gut geschmeckt haben. Ja, meine Lieben, damit bin ich mit diesem Tomaten-Update für euch am Ende. Ich sage wieder mal Danke fürs Zuschauen und wünsche euch gute Ernte bei allem, was ihr so selber in eurem Garten oder auf dem Balkon euch heranzieht. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen zu sagen. Auch wenn ihr nur einen Balkon habt, müsst ihr ja nicht, wie ich jetzt, 5, 6, 7 Tomatenpflanzen euch da züchten. Da reicht es auch, wenn man 1, 2 in einem Kübel macht und da gedeihen die ganz genauso, solange man sie ein bisschen gut behandelt und pflegt. Und genau das tue ich auch. Damit sage ich Tschüss. Bis bald mal wieder. Eure Lilo.